So klingt ein Gummifon. Das gibt's nur einmal auf der Welt. Gebaut hat es der Spieler selbst aus mehreren Gummiabflussrohren. Hans-Carsten Recke ist Klangforscher, Instrumentenbauer und Komponist. Er hat in seinem Leben über 70 Instrumente erfunden und gebaut. Auch das Ventilzug-Metallophon. Der Sinn des Baus besteht darin, dass ich nicht klassische Instrumentenbau nachmachen will, sondern eine Art Klangforschung betreibe, um zu schauen, was an Möglichkeiten gegeben ist, Klangerzeugung jetzt durch Blasen, was aber neue innovative Momente enthält. Seinem Ventilzug-Metallophon entlockt er mitunter sehr schräge Töne. So soll das auch klingen. Der 82-Jährige ist ein Vertreter der neuen zeitgenössischen Musik. Die ist experimentell, enthält ungewöhnliche Klänge und Harmonien. Manchmal baut er Instrumente auch einfach um. In seinem klangerweiterten Flügel sieht's aus wie in einem Werkzeugkasten. Die Saiten hat er mit Scharnieren, Schrauben und Klammern präpariert, damit er ein ganzes Orchester auf Tasten zur Verfügung hat. Der Flügel bietet durch diese Präparation eine unglaubliche Menge an Möglichkeiten für Komposition. Unten hier ist die Schlagzeugabteilung. Schlagzeugabteilung und dann haben wir hier die Gewebeklebestreifen und dann oben die Gewindeschrauben. Für jedes seiner erfundenen Instrumente hat er genau ein Musikstück komponiert. Das ist auch sein Steckenpferd. Er hat Komposition studiert, war viele Jahre auch als Musiker unterwegs. Auf Konzertreisen durch ganz Europa hat er seine Instrumente präsentiert. Vor allem die mit den Elektrosounds. Seine Orion-Harfe hat er aus Kaffee- und Würstchendosen, Nylonsaiten und einem Mischpult gebaut. Kleine Mikrofone übertragen die Töne in das Pult und werden zu elektronischen Klängen. Wenn ich hier so mal eintupfe, anzupfe, ja, das ist praktisch mit den Händen erzeugt. Und wenn ich jetzt bin ich in der zweiten Klangebene. Der elektronische Klang. Seit 2014 lebt Hans-Carsten Recke in Rheinsberg. Hier hat er seine Musikbrennerei gegründet und auch ein Museum aufgebaut, in dem sein künstlerisches Lebenswerk zu sehen ist. Er gibt Konzerte und macht Führungen für alle, die seine neue Musik auf neuen Instrumenten kennenlernen wollen.